wieder auf Banditenjagd. Ja, genau. Nee, Banditenjagd wollte ich sagen. Und das Mikrofon macht wie zu Beginn jeder Folge Quatsch. Was auch ein bisschen daran liegt, dass ich mich immer umsetze, wenn ich mit der Folge anfange. So. Auf jeden Fall, wir sollten auf der Wand, die hier gegenüber liegt, und was machen. Was Tolles. Und vor allem, wer ist denn hier? Shady Corbett? Was wollt ihr hier, Wächter? Seid ihr nicht etwas fehl am Platze? Der hat lustige Dolche, die gefallen mir. Ich suche einen Dieb, der was halbe Waren gestohlen. Ja, genau. Ach ja? Wie kommt ihr darauf, dass irgendjemand hier mich, will sagen, diese Person verraten würde? Ihr habt einen verdammten Kampf vor euch, Wächter. Dabei habe ich das blöde Buch bereits weitergegeben. Zu schade für euch. Also er ist jetzt der Meinung, er kann jetzt gegen zwei Magier und zwei Haudraufs irgendwie auch nur einen Ansatz einer Chance haben. Ja, lässt da auch einfach oben hier Schildhammer, bam. Achso, ja, hier Schildhammer, bam. War auf jeden Fall eine starke Performance. War nur einer. War auf jeden Fall eine starke Performance. Also der ist weit gekommen, der Typ. Ja, Tornei-Wettschein. Aha, ein zornzerknüllter Wettschein, der verloren so wurde. Was der verloren hat. Sie werden nun auf den... Ist schön, ja gut. Schön. Quest aktualisiert, Mensch. Der Dieb hat das gestohlene Buch nicht bei sich. Die Notiz, die du bei ihm gefunden hast, deutet allerdings darauf hin, dass er sich an jemanden auf dem Tornei-Gelände weitergegeben hat. Ja, das ist aber echt Zufall, aber auch. So, warte mal, nee, jetzt aber erstmal hier was Wichtiges weitermachen. So, hier. Die Wand gegenüber. Ich meine, so viel Wände gibt es hier nicht gegenüber. Gucken wir doch mal. Sieht das nicht für mich so aus, als würde das hier jetzt so die absolute Wand sein, wo man verschwinden kann, oder? Ich glaube, ich hätte ihn nicht gleich umbringen sollen. Oder meinen die Wand hier? Ich meine. Ja, das ist eine schöne Wand, ja. Ja. Wenn hier nicht gerade eine dicke Falltür kommt. Ja, ich weiß ja, eine gute Wand zu schätzen und so, aber so auf Dauer. Tja. Gut. So viel dazu. Ich werde wahrscheinlich weitersuchen müssen. Oder meinen die vielleicht diese Wand? Nee. Verdammt, okay, ich muss noch mehr Leute fragen. Hallo. Eure Kleidung ist sehr schön. Habt ihr sie von der Oberfläche? Ich stelle hier die Fragen. Meine Mama sagte immer, an der Oberfläche haben sie keinen Stein, der sie schützt. Wenn ich raufgehe, stürze ich in den Himmel. Naja, das, muss ich mit den Füßen gut festhalten. Nun, mein Papa ging rauf und kam nie zurück. Wer sagt, dass er nicht reingestürzt ist? Och, wer weiß. Ich muss gehen. Stürzt nicht in den Himmel, wenn er wieder raufgeht. Ja, das passiert eher selten. So, die Ratten hier kann ich wahrscheinlich... Ach nee, warte, das sind gar keine Ratten. Das sind hier, diese komischen anderen Viecher, die hier immer rumlaufen. Ja. Wie können wir denn hier fragen? Wer ist er denn noch hier? Ich weiß nicht, Sir. Ich schwör's. Sirs? Wo ist Jarvis Hauptquartier? Fragt nur weiter, dann schleppen sie euch sowieso bald rein. Ja, die sollen mal kommen, die olle Kater. Ich weiß nicht, Sir. Ich schwör's. Frage. Wollt ihr mich etwa umbringen? Ach, Gottchen. Hey, Leute sind hier nicht besonders, hier. Wie viele Bettler muss ich eigentlich noch fragen, bis ich immer mal das Hauptquartier der Karte habe? Ah, guck mal, da fällt hier die Tür. Was, Freischalten nicht möglich? Eine Münze oder zwei für die Bedürftigen? Nein. Wo ist das Hauptquartier der Karte? Ihr wollt da gar nicht rein. Außer Javias Leuten ist noch nie einer lebend wieder rausgekommen. Ach. Naja, klopfen wir mal an der verdächtigen Tür nochmal. Der Schein, was die Tür scheint, massiv. Stein zum Beispiel, bla bla bla. Durch den Schlitz sehen. Du siehst nichts als Schwärze. Das hatten wir schon mal, ne? Ja, kann ich jetzt nicht mehr einfach hier auf dem Dorfplatz stellen, die komische Mutter beleidigen? Das soll doch helfen, dachte ich. Nein, niemand, niemand, sieht mich nicht an. Na sowas. Nadesta sieht hier in der Stadt des Staubs nicht oft eine gut angezogene Fremde. Helft ihr einer Verkrüppelten? Ich hätte Geld, wenn die Informationen gut sind, genau. Wonach sucht ihr? Über die Stadt des Staubes? Habe ich da schon alle Informationen? Ich fange mal einfach mit allgemeinen Infos ab. Ihr seht es ja selbst. Unbearbeiteter Fels, wo die Kastenlosen leben, weil wir sonst nirgendwo willkommen sind. Wir werden in Orsama gezeichnet geboren und verbringen unser ganzes Leben in der Stadt des Staubs. Tja, dann, gezeichnet. Es heißt, dass ihr nicht existiert. Jeder sieht sofort, dass er nicht mit euch arbeiten darf, euch nicht bedienen und dass euer Schmerz bedeutungslos ist. Nett. Die Lords brennen uns das Zeichen am Tag unserer Geburt ein, damit niemand versehentlich seine Befugnisse überschreitet.
Das ist wirklich sehr freundlich. Na gut, wie wurde verkrüppelt? Ein Unfall, sage ich immer. Damit die Leute Mitleid haben, aber ihr wollt vermutlich die Wahrheit wissen. Ich will alles wissen. Ich trieb Schutzgeld für die Charta ein, als einige Wächter mich erwischten. Mein Partner konnte sich freikaufen, aber ich musste kämpfen. Tja. Die Wachen haben mir meine Kniescheiben zertrümmert und mich im Dreck knien lassen, bis ich alles entzündet hatte. Es ist nie richtig geheilt. Das ist ja auf jeden Fall... Naja, ich denke, das ist Schmerzen und bedeutungslos. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber in Orsama haben Kastenlose keinen Stammbaum und können gar nicht das Opfer eines Verbrechens sein. Wir werden in Orsama gezeichnet geboren und verbringen unser ganzes Leben in der Stadt des Staubs. Das hatten wir schon mal. Na gut, Javier. Kennen? Wir haben zusammengearbeitet. Javia hat die Charta vor weniger als einem Jahr übernommen. Und heute trägt jeder zweibeinige Staubfresser ein Schwert in ihrem Namen. Ja, wo finde ich die? Das ist nicht leicht. Seit Berats Tod leidet sie unter massivem Verfolgungswahn. Zu Recht. Alle Mitglieder der Charta haben Fingerknochen bei sich. Darauf kratzt sie Zeichen, damit sie weiß, dass es ihre Leute sind. Es gibt in der ganzen Stadt Türen zu ihrem Hauptquartier. Aber es ist immer nur eine geöffnet. Und ohne Zeichen erfahrt ihr gar nicht, dass da eine Tür ist. Ja, wie komme ich an so ein Zeichen? Da kann ich euch nicht helfen, Salrocker. Die Charta-Mitglieder verwahren sie sehr gut. Was ist jetzt mit dem versprochenen Geld? Stirb. Ich will sie umbringen. Wie alle Informanten bis jetzt. Ja, ich bin unehrenhaft und untreu, ne? Das muss ich mal ganz hart sagen. Nix. Aber ihr habt es versprochen. Ich weiß sonst nichts mehr. Wo geht ihr denn hin? Mann. Es fällt mir immer so schwer, böse zu sein. Mann, oh. Also auf jeden Fall habe ich ein ganz kurzes Gefühl der Reue. Danach gibt sich das wieder zum Glück. Ja, so böse sein ist Haus in der Stadt. Natürlich. Zack, da war ich da schon mal drin in der Bude. Nun, wen haben wir denn hier? Ja, wir. Javia sagte schon, dass ihr Ärger sucht. Glückwunsch, ihr habt ihn gefunden. Ah, das ist ja schön, dann, Oh Gott, die stehen mitten um mich rum, ne? Das ist natürlich unpraktisch. Warte mal, auf jeden Fall, ich kann ja erstmal Frontaleis. Ach, das bringt leider nicht so viel. Warte mal, Jungs, ihr bleibt genau da stehen. Mädels, geht mal wieder nach hinten. Okay, perfekt. Das ist ja nicht perfekt, aber die stehen schon mal ganz gut. So, Alia steht eigentlich auch ziemlich gut, fällt mir gerade so auf. Ja, wird's für Alice dann wieder erwischen? Boah, sieht schon mal gut aus. Haben wir schon mal auf jeden Fall fast alle erwischt. Einen nicht, aber den kann ja erstmal Defran umhauen. Man kann ja nicht alles haben, wa? So, zack. Alia haut dann... Alia kann ja echt den Kettenblitz channeln, fällt mir gerade so ein. Das macht, glaube ich, gerade mehr Sinn. Ja, der Anführer so. Gib die Richtung vor. So, der Kettenblitz. Muhahaha. So, Alistair, könnte mal einen Meter nach hinten gehen? Das ist gerade so immer. So, wie viele leben denn hier noch? Immer noch so viele, ne? Es hat jetzt leider noch keine Todesopfer. Doch, einer ist schon hinüber. Naja gut, die anderen beiden da hinten sehen auch nicht mehr so richtig fit aus. Ja, dann hauen wir den Gauner da hinten noch um. So, ich hoffe, das war gerade der Anführer, der automatische. Ja, da, perfekt, das war der Anführer. So, Zephran, wie weit sind wir da? Ja, perfekt. So, wo ist denn Alistair? Ja, das sieht gut aus. Ach, Alistair ist sowieso gerade beschäftigt mit... Ich erwarte eure Befehle. Das ist alles so eng hier mit diesen Leuten. Okay, gut, dann muss Mori, glaube ich, hier mal... Meter nach vorne. Warte mal. Fällt gerade ein, wenn ich hier mit... kurz rumrenne. Ah, die hauen hier alle Alistair. Warte mal, Mori, heimer bitte Alistair, bevor der hier noch Schaden nimmt. Ich habe leider nur einen Alistair, sonst wäre der ja entbehrlich, aber... So. Ja, bitte, die Leute stehen ja wirklich ideal hier. So, dann hauen wir nochmal Feuer rauf. Okay, dann haben wir kein Feuer drauf. Wohl doch, hier, da. Und wir leben. Tötet mich nicht! Verdammte Ahnen, was haben sie euch an der Oberfläche bloß beigebracht? Ihr kämpft ja wie ein Erzdämon. Beim Stein, seht sie euch alle an. So. Ja, hier, einschüchtern. Wofür? Das Hauptquartier ist unter der Stadt. Ihr kommt durch die Mauer des dritten Hauses in dieser Zeile hinein, steckt das Zeichen in den Schlitz, dann öffnet sie sich. Lasst ihr mich jetzt gehen? Natürlich nicht. Nein, ihr sterbt jetzt wie alle. Nein. Doch. Was hast du denn gedacht, du Idiot? Ich bin böse. Los.
Was dachte er, dass er das hier noch überleben soll? Oh, da hat er sich dumme Zwerge. Also wirklich, Gnade. Langsam wird es lächerlich. Die wünschen sich Gnade von mir, also wirklich. Sehr schön. Ich bin äußerst zufrieden. Ich auch. Ja. Idioten. Was ist da für mich eigentlich? Ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob hier irgendeiner der Zwerge einen Rucksack im Angebot hat. Dum, 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 dum. Ja. Schwacher Hund und schwach, naja, naja, naja. Zum Glück sind die nicht ganz so widerstandsfähig wie die Anhänger von Ben oder die von Haramund, weil die waren ganz schön heftig, die Anhänger. Die waren deutlich widerstandsfähig, muss ich sagen. Aber die jetzt hier waren eher so, pff, naja. So, na, dann wollen wir doch mal gucken hier, das Hauptquartier von Javier. Sehr schön. So, bla bla bla, weiter und Fingerknochen. Die Tür wird entriegelt. Perfekt. Weiter. Muhahahahahahaha. Aber das war eigentlich ganz. Also bis jetzt habe ich sehr viel Spaß hier. Also es macht mir wieder Spaß, Leute töten, Unschuldige platt machen, also das Bettler nicht bezahlen, Händler umbringen. Das wird immer besser. Das Problem ist bloß daher, dass die Zwergen das nämlich gar nicht deswegen verachten werden, weil sie ja sowieso kastenlose waren, was ein bisschen doof ist. Wo? Oh, ich kann mit denen einfach sprechen, mit dem Kater-Türsteher. Warte, dann sprechen wir mal kurz mal ab, bevor wir was machen. Hallo! Oh, das sind ganz schön viele. Warte mal. Ich kenne hier keinen effizienten. Warte mal. Ne, ich kenne sowieso nicht. Das ist ja ein Gespräch. Wie lautet die Parole? Keine Ahnung. Das war. Warte mal, ich kann entweder beleidigend sein. Ich bringe sowieso alle um, aber das. Ich weiß. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Haben wir noch immer und ewig? Bei Bier noch immer und ewig? Keine Ahnung. Moment, jetzt weiß ich es wieder. Stirb, abschaum. Ja, doch, das finde ich besser. Das passt zu meinen ironischen Linksbums. Wir haben einen Märtyrer, Jungs. Rin. Märtyrerin. Oh. Warte mal, okay. Hier steht ein bisschen unideal, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, da steht nur einer ringsherum. Das ist ja schön. Oder dann kann ich ja kurz Eis. Ach, verdammt, das hat leider nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Trotzdem, ganze Gruppe mal rück. Ja, so. So, und jetzt einmal Feuerball. Warte mal. Ach, Mori hat gerade Eis gemacht, ne? Beziehungsweise Mori hat noch nicht Eis gemacht. Huch. Verdammt, der eine, der war gar nicht so doll eingeeist wie gedacht. Na gut, dann. So, sehr vorne hauen wir durch. Man kann ja Mori eigentlich mal, zack, hier Eis drüber hauen. Oh, das trifft sogar noch die hier hinten. Ha, ich sehe. So, dann geht Lia mal wieder nach hinten und dann machen wir mal Kettenblitz hier nochmal auf den Türsteher. Das trifft sowieso alle, aber. Also den Kettenblitz finde ich übrigens klasse, weil der so viele Ziele auf einmal trifft. Der ist einfach toll. Obwohl, verdammt, die Schanze weit auseinander, das hat nicht richtig funktioniert, oder? Hat's auch nicht. Schade. Schade, es hat wirklich nicht richtig funktioniert. Nein, bitte. Oh, weil es gerade Zephyr umgekippt? Nein, verdammt, dieser Türsteher. Ach, er ist da, hau mal zu. So, ohne Menü ist mal. Also, ohne Menü ist mal ein bisschen gefährlich. Ja, der Türsteher war ganz schön heftig. Da hat er sich, hat Zephyr sich an irgendwas verletzt, was wichtig ist. Mir fällt übrigens gerade ein, Mori ist ja. Ich sollte vielleicht doch mal ein großes Medipack für Mori benutzen. Hey, was ist denn hier? Warte mal, ich hatte doch mittlerweile richtig viele Verletzten aus, also auch die großen. Ja, Zephyr und auch zwei. Komm, benutzt man auch mal ein großes. Würde es wirklich eigentlich erst bei 3 lehnen. Ist richtig lohnen, aber bevor ich hier noch mehr angeschlagen würde. Was sagt ihr? Nichts, vergesst es. Dum, 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 der Katertürsteher. Ein Amethyst, ein Katergauner, ein Froststein und noch ein Froststein. Warum haben die denn alle so viele Froststeine? Ist denn hier etwa warm in ihrer ganzen Bude, die nur aus Lava besteht? Auch sehr interessant. Also, wundert mich überhaupt nicht, dass die alle Froststeine dabei haben. Wenn ich Biel nur auf ewig gesagt hätte, ob ich denn durchgekommen wäre? Ach, egal. Das sind eigentlich so Fragen, die stelle ich mir gar nicht. Sind die mir direkt feindlich oder kann ich den erstmal. Ich hau dir mal prophylaktischen Feuerball in den Kopf, wa? Natürlich. Oh, hat sie gleich aus den Latschen. Nee, ich dachte schon, mein Feuerball ist einfach mächtiger als früher, dass ich die jetzt instant aus den Latschen hauen kann. Wo habe ich jetzt beide den Deichen eingeheißt? Das ist ja ärgerlich. Und dann hier machen wir einen Zwang drauf. Oder Lia kann ja mal. Es lohnt eigentlich überhaupt nicht, hier für die Gegner hier irgendwie auch noch irgendwie einen größeren Zauberspruch vorzubereiten. Also. Ja, Zephyr. Achso, die kommen. Ach, die kommen nicht durch. Ja, gut. Müssen ja auch nicht durchkommen. Psst.
Ja, Jungs, hier steht ja einfach zu einsam. Was sind das hier eigentlich für Fässer? Die stehen hier so verdächtig. Ah ja, ich hab's geahnt. Ich hab's... Oh. Achso, das war der Katagon, der auf dem Boden liegt. Ich hab's ja geahnt, dass das irgendwie Sprengfässer sind oder irgendwelche anderen Fallen. Die stehen hier... Das, also ich dachte ja nicht eher, das sind größere Sprengfässer, die am Ende hier die ganze Bude in die Luft jagen werden. Oh, verdammt, das sind viele. Okay, warte mal, da müssen wir jetzt erstmal, da müssen wir ein bisschen taktisch vorgehen hier. So, warte mal, nee, das war jetzt gerade ganz so doof, Lia, dass du jetzt angefangen hast zu zaubern, ne? Muss ich jetzt erstmal das gute alte Doppeleis zaubern? So, das Eis ist durch. Ja. Gut, dann können wir jetzt ja mal den guten alten Blitzschlag zaubern und in der Zwischenzeit macht Mugi schon mal den guten alten Blitzdingsterbums da. Oh fuck, ich hab Mugi mit eingeeist. Das war natürlich jetzt sehr ärgerlich. Dann gehen wir wieder zurück. Obwohl, nee, geht nicht mehr dazu. Fällt mir gerade so einer. Mach mal lieber hier Feuer durch. Ich glaube, ich erwische mehr Gegner als ich hätte. Langsam müssten die auch mal alle tot sein. Das ist. Die halten immer ganz schön viel von meinen AOE aus. Das ist ganz schön übel hier mit dir. Ich geh mal wieder zurück, Alia, und mach mal hier Dings rum. So, Mori müsste doch eigentlich vorne. Die müsste doch gleich wieder. Warte, die kann doch hier noch. Die kann doch hier noch Blitz zaubern. Jetzt ist Sephran, das war ein bisschen doof, aber Sephran, geh mal bitte wieder zurück, wenn er so wie geht. Nee, Sephran kann nicht zurück. Doch, er kann zurück. Ist ja schön. So, dann hauen wir nochmal Eis in den Raum rein. So, dann müssten hier so langsam also hier echt mal umgekippt sein. Der eine Katagon, der lebt immer noch. Gott, ist der allen im Kommen? Bam. So, jetzt aber nicht mehr. Die hat sich nicht angenommen bei dem ganzen Kampf. Die wird doch nicht mehr so immer gefokust. Hat denn irgendjemand so ungefähre Zahlen, wie viele Banditen das ist? Oh, ist das gerade nice, also? Wie viel Katertypen gibt es eigentlich? Also, dass ich da mal so ungefähre Zahlen habe, bis sie alle tot sind. Ich meine, ich befinde mich hier gerade sowieso auf einem ziemlichen, Lauf, dass ich hier irgendwie vielleicht jeden umhaue. Ja mal versuchen. Dann müsste Sephran nicht endlich mal wieder. Der Level bleibt, ne? Dann kann ich endlich stärker erhöhen. Ja, ja. Dann kann ich mir endlich angucken, wie war das Lederrüstung angeguckt aus den Drachenschuppen. Da freue ich mich ja schon die ganze Zeit drauf, dass das endlich mal passiert. Ach so, das war die Falle. Das habe ich natürlich nicht gesehen, beziehungsweise. Die konnte nicht gesehen werden, weil ich ja, glaube ich, niemanden habe, der Detection hat. Also irgendwie hoppen, was im Fallen finden. So, mal sehen, ob ich hinter wir genauso viel sind. Nö, das sind nur zwei, aber oh. Ein Quanari-Söldner. Ach je. Oh. Mit einem Quanari hätte ich hier nicht gerechnet. Das ist ungünstig. Also erstmal voller Fokus bitte auf den Quanari. Sieht übrigens voll aus wie ein Infinity-Dingsbums. Na gut. Hier, mach mal Schildschlag auf den Quanari-Typen. Wir müssen den irgendwie tun. Sephran, hau mal den Gauner auf. Das geht nicht, dass der hier rumrennt. Oh, warte, da hinten ist ja noch mehr. Moment, das habe ich, damit habe ich jetzt nicht. Verdammt, mein Kettenblitz hat noch Cooldown. Das ist ja unglücklich. Ich dachte eigentlich, dass. Der Quanari-Söldner hält echt viel aus, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Warte, ich glaube, ich muss mal in den Raum reingehen. Da hinten stehen nämlich noch dumme Amos-Schützen. Die könnten auf Dauer auch ein Problem werden. Na gut, der war jetzt nicht so widerstandsfähig, der Kollege. Warte, dann hauen wir erstmal am besten mal. Ach, das hab ich verbraucht. Wofür denn? Egal, dann friere ich den Quanari-Söldner lieber nochmal ein, bevor der hier auf irgendwelche dummen Ideen kommt, wie zum Beispiel Mori rennt mal nach vorne und haut mal da hinten die Amboss-Schützen um, weil das finde ich nicht gut, wenn die da stehen und sich vor allen Dingen bewegen können. So, warte mal, Sephran, da kann auch hier noch Schwächung raushauen, dann geht und irgendwann wieder zurück. So, da ist ja noch mein Kettennetz wieder einsatzbereit. So, warte mal, Mori, hier nicht Einzelziel, das bringt doch nichts. Der Quanari sollten das echt ein Problem. Ach, das ist vor allen Dingen Alia. Hier, klar, ja, Alia steht hinten und Mori steht da vorne, genau. So, und hier nochmal ein Einzelblitz bitte auf die Dings. Der andere rennt sowieso gerade weg. Dann, Mori, drehe ich mal um und teile mal eben Alistair. Das wäre voll gut, weil ich Ahnung, wie das der. Ja, das ist. Wenn die noch mehr von den Kanari-Söldnern haben, dann wird das hier doch nicht so ein Kinderspiel wie ursprünglich gedacht. So, hau mal bitte da hinten den Typen um und Alia Blitz auch auf den da hinten. Bumm. Das macht jetzt aber auch nicht mehr, habe ich das Gefühl. Das war noch nicht immer 47. Und man hat der Kanari-Söldner einen Wundumschlag beigehabt. Das ist ja schon mal viel wert. Wir haben die immer alle so eine Doppelklingen bei. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Klugheit muss ich auch leveln, ne? Irgendwie so war das doch. Mir war so, als müsste ich dafür auch noch was leveln. Also das nächste Level bei Sephran wird glorios, wird das. Haben wir hier noch mehr Feuerpfeile? Wow. Ja, kein Wunder, dass es hier so viel gibt in der Bude. Das ganze Diebesgut. Ja, zumindest könnt ihr wissen, auf dem Weg raus vielleicht mal ein bisschen. Obwohl, angeblich hat die Zentrale hier viele Dingens, Türen.
Und da vorne ist dann wahrscheinlich die... Oh, noch mehr Seitengänge. Das artet langsam an Arbeit aus.